Tina apathisch im Dschungel, Schwester Marie Rose litt vor TV. So langsam aber sicher mausert sich Tina York, 63, im Dschungelkampf zur absoluten Favoritin im Netz. Wirkte die Schlagersängerin zu Beginn des Bush-Aufenthalts apathisch, blühte sie in den letzten Tagen regelrecht auf. Ihre Schwester Marie Rose, 69, hatte dennoch Probleme damit, so im TV zu sehen, sie konnte gar nicht hingucken. Im Interview mit Bild erklärte ganz ehrlich, ich habe den Einzug gesehen, aber die Tage danach nicht. Es ging nicht. Ganz ehrlich, am Anfang war es schwierig für mich. Ich habe gar nicht wiedererkannt, sie ist sonst ein quirliger Mensch, ich habe sie auch nie mit offenen Augen schlafend erlebt. Genau dieser Dämmerzustand machte aus der Camp-Insassin zu Beginn der Staffel ein leichtes Opfer für das Moderatoren-Duo Daniel Hartwig, 39, und Sonja Ziedlow, 49. Doch das Buschblatt hat sich gewendet und Tina schaffte es bis unter die Top 5. Das bleibt auch ihrer Schwester nicht verborgen. Die neue Aktivere gefällt ihr nun umso besser und es fällt wieder leichter, einzuschalten, Tina hat sich gefangen. Sie verstellt sich halt nicht. Wie sie sich mit dem Messer den Pony geschnitten hat, da habe ich sehr gelacht. Und so geht es offensichtlich auch den Fans der Reality-Show. Ob der Camp Oldie es jetzt bis zum Titel schafft? Glaubt ihr, dass Tina York Dschungelkönigin werden kann? Ja, sie ist einfach Kult. Nein, andere Kandidaten sind stärker.